So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Herzlich willkommen vom X10 Add-on. Ich darf euch heute mal ein Szenario zeigen, was hier von dem Entwickler Halcyon mitgeliefert wurde. Und zwar fahren wir irgendwie dieses Anschluss-Dingsbums-Szenario. Und zwar lautet das: Fahren Sie nach Zehlendorf und lassen Sie die umsteigenden Fahrgäste nicht im Regen stehen. Das heißt, wir fahren mit unserem Bus mit der Linie N10 bis zur Schrockstraße und über S-Bahnhof Zehlendorf. Und Zehlendorf wollen dann die Fahrgäste in die Wannseebahn einsteigen. Und ja, wir fahren heute mit einem Mercedes-Benz Citaro C2. Und jetzt werdet ihr sagen: Oh, Berlin und C2, sag mal, wie unrealistisch bist du denn? Müssen wir natürlich was korrigieren an dieser Stelle. Natürlich, die BVG selber besitzt keine C2s. Jedoch besitzt aber unser Subunternehmer BVB.net drei solcher gelben Solo-Citaros, die auch im Berliner Linienverkehr unterwegs sind. Und ja, drei Stück sind das. Die werden auch manchmal auf dem Schienenersatzverkehr eingesetzt, aber werden auch im Linienverkehr ganz normal eingesetzt. Bin ich auch schon mal mitfahren, also durfte ich schon mal mitfahren. Es sind echt fantastische Fahrzeuge. Und ja. BVG hat sie leider nicht, denn die BVG setzt ja nach wie vor auf diese holländische Scheiße da, VDL. Und nicht auf solche geilen Busse. Aber gut. So. Wir können den hier trotzdem in Omsi fahren. Bisschen Regen so, ne? Also ist einfach das Szenario, was ich hier geladen habe. Und den Bus habe ich natürlich gewechselt. So. Mal erstmal Licht an hier. Wir fahren die Linie N10, sagte ich gerade. So, muss ich hier nochmal das Sound ein bisschen lauter machen. So, Berliner Verkehrsbetriebe. Jawohl, sehr schön. So, dann erstmal anmelden. Das ist die 1506. Dienstnummer 20673. Sehr schön. Ach du Scheiße, wo fahren wir denn alles lang hier noch? Ich gucke ich mal gerade mal an, ob ich ob da die Hilfsteile brauche heute. Eigentlich nicht. Eigentlich kenne ich das ja alles in Auswendige. So, also wie fahren wir denn? Wir fahren bis zur Schaubühne, dann da. Genau, dann fahren wir nochmal einen kleinen Umweg. Über, ja, nee, also ich nehm die Hilfsteile nachher mit zu, auf der Strecke der 115. Und dann, weil ganz kenne ich mich nicht aus, also X10 kenne ich natürlich auswendig, aber da 115er und so, kenne ich mich nicht so aus. So, starten den Motor. Wir haben ein Soundpack drinne, was es nicht mehr zum Download gibt. Das sind wir auch schon im C2G gefahren auf Felsheim, da wo ich die Charaktere, die neuen, vorgestellt habe. Und auch auf Neustadt sind wir diesen Solo-Mod mal gefahren. Ist hier vorne Licht an, Alter? Das nervt ja richtig. Ja, es gibt ja ein neues von Morphe, das habe ich aber nicht, sondern ich habe hier einfach das andere genommen. Weil finde ich schön hier. So, natürlich die weiße Matrix, wie sie auch bei den drei BVB-Bussen vorhanden ist. Ich habe das EasyJet Repaint ausgewählt, habt ihr auch einen Link in der Beschreibung zu. Die BVB-Busse sind allerdings nur mit Eigenwerbung oder eben gar keiner Werbung derzeit unterwegs. Wenn ich da richtig informiert bin. Also so oft sieht man die drei Busse nicht, ne? So, dann fahren wir. Na komm. Herzallee, 1:40 Uhr. So, dann fahren wir schon mal vor. Und fahren die Nachtlinie N10. Ich hoffe, wir haben Ansagen. Wenn nicht, kotze ich hier. So, mal sehen, ob überhaupt hier Leute mitwollen. Nachtbus. Ach, hier 41 oder was? Fahren ein bisschen später ab. Warum denn auch nicht? Jawohl. Alter, das sieht hier schon richtig nice aus, Alter. Ich glaube, ich mache hier mein Thumbnail schon an dieser Stelle. Kleiner Augenblick Geduld. Alter, das sieht übelst nice aus, oder? So, hoffentlich kriege ich das dann hin. So, ne, Hilfsteile erstmal nicht. Erstmal fahre ich ohne. Auch hier sehr schön, Auskünfte nur bei Halt. Und natürlich dieser Innenraum hier, Alter, der ist sowas von Premium, Digga. Der gefällt mir richtig nice.
Finde ich das. Also, das, also hier ruckelt das gleich wieder. Pass auf. Jetzt. Das muss unbedingt behoben werden nochmal hier. Also das ruckelt hier immer an derselben Stelle. Das hasse ich hier so am Zoo. Der auch wieder ultimativ geil aussieht. So, ich sehe gerade, wir haben ja keine Ansagen. Ist das euer Ernst? Müsst ihr mir das antun? Keine Ansagen in dem Bus. Ja, sag mal, M49er. Kommen die nach hinten? Jawohl. Gut. Jo. Fahren wir halt ohne Ansagen. Mein Gott. Sagen Sie mal, können Sie nicht ein bisschen die Heizung anmachen hier? Nee, das kann ich nicht. Können wir schön die Fresse halten hier. Also, gut, dann überhole ich den jetzt hier. Alter, dass der hier am Zoo Pause macht, ey, das kann nicht sein Ernst sein. Da mache ich heute die Ansage. Oh, Alter, der bremst aber auch wie ein Stück Scheiße, ey. Ich mach die Ansagen. Nächste Haltestelle, U-Bahnhof Kurfürstendamm. Übergang zur U-Bahn. Nein, sowas gibt's ja nicht bei der BVG. Warum auch? Ja. Aber dann einfach nur Dung. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Auf die Idee kommt die BVG ja nicht. Ja. Da kommt gerade ein Zug an. Um kurz vor zwei, alles klar. So, nun komm, ja, bisschen. So, ja. Ja, ja, so, so, so. So ist das doch gut. Na, Scheinwischer können auch mal ein bisschen schneller gehen. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor, ja? Also. Ich finde den C2, ich finde ihn einfach geil, ja? Das muss man einfach auch mal sagen. Auch mit BVG hier. Wie gesagt, sind in der Realität diese drei C2s richtig nice. Also wir reden jetzt wirklich nur von den gelben Bussen. Von gelben BVG-Lackierungen, ja? Es gibt natürlich die Subunternehmer, die nicht für die BVG, sondern für die Schienenersatzverkehr und sowas fahren. Die haben natürlich auch alle C2s, ne? Die haben natürlich auch Ahnung. Kaufen sich geile Busse, nicht so, so scheiß Holländer Busse. Ja. Ja, wird's noch was oder? So, kommen Sie rein hier. Hier ist zwar nicht warm, aber hier ist trocken. Guten Tag. Guten Tag, danke sehr. Leider immer noch ein bisschen verbuggt, dieser Bus. Und dieser Bus kostet Geld nochmal, wenn ihr euch den kaufen wollt. Aber sonst ist er eigentlich so ganz nett, wenn ihr wirklich den mit Mods zukloppt, dann ist er auch einigermaßen fahrbar. Ist ja wirklich ganz nett. Nächste Haltestelle, U-Bahnhof Uhlandstraße. Übergang zur U-Bahnlinie U1 Richtung Warschauer Straße. Ja, Alter, so müssen die BVG-Ansagen mal sein. Ja, das wäre mal richtig nice. Würde ich übelst feiern. Hoffentlich stehen die Autos hier nicht wieder mitten auf der Spur. Wir sind ja auch noch nicht bei Nacht hier über den Kudamm gefahren. Warte mal. Hier steht keiner, ne? Steht doch keiner, oder? An der Uhlandstraße. Hier ist Udo Walz. Ist er hier auch mit drin? Bestimmt nicht, ne? Udo Walz, der Promi-Friseur? Ja, hier. Aber der Laden von Udo Walz sieht nicht so scheiße aus, Leute. Ja, Busampel. Hab ich verpennt. So, da steht der Taxi wieder. Also, die wollte ich ja mal im OMSI-Editor eigentlich rausmachen, ja? Dass das, dass die
Autos hier so mitten auf dem Kudamm parken. Ist zwar lustig, aber irgendwo dann auch ein bisschen unrealistisch. Nächste Haltestelle, Bleibtreustraße. So, jetzt fängt sich die Performance mal wieder. Alter, ich muss das wirklich voll durchdrücken, das Bremse, die Bremse. Also das ist... Nee. Also da ist irgendwie was falsch gelaufen mit der Fahrphysik. Und wirklich aus dem Quark kommt der Bus auch nicht. So, bleibt der Straße. Anderthalb Minuten Verfrühung, ich glaub's. Hallo. Guten Tag, danke. Moin Manfred. So, ich spule jetzt hier einfach 2 Minuten vor, Alter. Nur heute noch. Och, Omsi, ey. Gottes Willen. N10, Alter, das sieht so geil aus. Gönnt euch das mal, Alter. Der Bus sieht so geil aus. Kudamm sieht geil aus. Ich hatte schon übelst Bock auf diese Aufnahme hier heute. Ja. Nicht mit Altsteinbremse fahren, ne? Aber der Bus, der rollt immer los, wenn ich die Türen offen habe. Deswegen habe ich die immer drinne, wenn ich an der Haltestelle bin. Ist ja nicht umsonst Haltestellenbremse? Nächste Haltestelle, U-Bahnhof Odiwaer Platz. Nicht U-Bahnhof Odiwaer, nicht U-Bahnhof. Hiernach kommt U-Bahnhof Adenauer. Vorhin hatten wir U-Bahnhof Uhland, U-Bahnhof Kurfürstendamm, ja. Nicht U-Bahnhof Odiwaer Platz, heißt einfach nur Odiwaer Platz. Auch hier nach wie vor, wie auch an der Leibtreustraße, Umsteigemöglichkeit zur Linie M19, M29, die auch hier in dem Add-on fahrbar sind. Und am tagsüber habt ihr natürlich auch noch hier zum 101er, könnt ihr da umsteigen und so, 109er, ne, 110er, also. Aber wir sind hier nachts und deswegen, wenn ich hier was durchsage, dann sage ich auch nur durch Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien, die auch in der Nacht sind. Ja, versteht ihr? Ja, genau. Wir wollen das ja hier für die Fahrgäste machen, wenn wir keine Ansagen haben. Kann sich BVG mal eine Scheibe von abschneiden hier. Aber ich finde diese neuen Innenanzeigen von der BVG in den Scania-Bussen zum Beispiel, finde ich übelst nice, ja. Wo dann auch dran steht, zu welchen Linien man alles Umsteigemöglichkeit hat und so. Das ist echt gut gemacht, also diese neuen Innenbildschirme, ja. Immer die Kurzstrecke, Manfred. 1,40 ist für dich, zack. Und dann so, so, so. So, so, so. Was ist denn das für eine Kasse hier? Alles klar. D-Mark und ja, das funktioniert nicht. Na, okay. Busspur. Am Kudamm. Wir können auch mal das Szenario hier Drängel auf dem Kudamm fahren. Hätte ich auch mal Bock drauf. Wenn ihr wollt. Ist aber auch nur Schwierigkeitsgrad Mittel. Also. Da würde ich mal gerne sehen, wenn man hier einen Stau umgesetzt hat auf dem Kudamm, weil das ist ja wirklich. Ein alltägliches Bild. Nächste Haltestelle, U-Bahnhof Adenauer Platz. Umsteigenmöglichkeit zur Linie U7 Richtung Rathaus-Spandau. Und Rudau natürlich. Sowie zum Nachtbus N7. Dieser wäre hier links lang gefahren gerade. Wir fahren jetzt hier geradeaus. N7 kann man meines Wissens nach nicht hier in diesem Add-on fahren. Nächste Haltestelle, Leniner Platz, Schaubühne. Und der Regen geht mir richtig auf den Sack, muss ich sagen. Aber es ist ein leichter Regen, der hier eingestellt ist. Es gehört auch zum Szenario mit dazu. So, jetzt mache ich mal sicherheitshalber wieder die Hilfspfeile an, denn wir müssen hier gleich abbiegen. Habe ich an, ne? Ja. Da vorne müssen wir wieder abbiegen. So, jetzt mache ich mal eine S-Bahn-Ansage. Nächste Station. Kurfürstendamm, Joachim-Friedrich-Straße. Aber mir ist das mit nächster Haltestelle auch lieber. Muss ich so eingestehen.
Also in der S-Bahn können wir ruhig Station sagen, aber hier im Bus ist es immer noch eine Haltestelle und keine Station. Von daher bleibe ich hier bei nächster Haltestelle. Bei meinen Ansagen. So, wir hören uns natürlich nochmal den Sound von innen an. Ist nicht der beste, aber deutlich besser als der Originalsound. So, Manfred, an der Nachbushaltestelle. Ah, Moment, Moment. 23 bis 7 Uhr. Jawohl. Dann fahren wir mal weiter. Also sehr wenig los hier in der Nacht. Also einfach zu wenig auch für Berlin. Das hat deutlich zu wenig. Können auch dieses scheiß Display hier mal ein bisschen durchschalten. Wie macht man das eigentlich? Moment. Auf dem Lenkrad muss ich da drücken, wa? Müsste ich hier irgendwelche Scheißknöpfe drücken. Ach, ich habe ja diese Türsperre, die mache ich nochmal rein. Hier, zack. Wir sind ja ein Nachtbus, ne? Türflügelsperre, sagt man in Fachkreisen dazu. An die 30 brauche ich mich hier nicht halten. Alter, wir fahren jetzt schon 40. Und das ist für mich eigentlich so viel gar nicht. Nächste Haltestelle, Joachim-Friedrich-Straße, Westfälische Straße. Übergang zum Nachtbus N42. Nächste Haltestelle, Sesener Straße. Ich habe, weil ich zu faul bin, immer ein Kennzeichen auszuwählen, steht jetzt hier auch noch Kennzeichen Hamburg. Also hätte ich natürlich auch ein Originalkennzeichen von BVB Net nehmen können. Aber es gab leider kein Repaint von BVB Net. Hätte natürlich so ein Standard BVG gelbes nehmen können, aber. Und das euch als BVB unterjubeln können, aber. Nö. Ich wollte auch mal hier von dem schönen Repaint Pack hier von Bimla. Könnt ihr euch runterladen in der Beschreibung. Das ist, glaube ich, das zweite Repaint Pack. Das werdet ihr da finden. Dort habe ich mir das gegönnt. Nächste Haltestelle: S-Bahnhof Hohenzollern-Damm. Übergang zur Ringbahn sowie zum Nachtbus N3. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen bei der BVG. Diese Nachtbusse N3 oder N7. Ja, die sind einfach von den U-Bahnen hergeleitet. Ja, das sind die fahren fast so den so einen ähnlichen Weg wie die jeweiligen U-Bahnlinien dazu. Also der Nachtbus N7 halt wie die U7 beispielsweise oder so, ne? Und müsst ihr euch das ein bisschen vorstellen. Weil die U-Bahnen nicht die ganze Nacht durchfahren. So, hier, jawohl, Türflügelsperre, genau. Hallo. Nee, kann ich nicht, ja? Sie können mal schön Ihre Fresse halten da. Wir sind charmant wie ein originaler Berliner Busfahrer. Ja, wir sind auf 150 einmal lang gefahren. Kann ich mich gar nicht so mehr richtig dran erinnern hier. Ich weiß nur, dass es halt richtig nice gemacht ist. Nächste Haltestelle, Friedrichsruher Straße. Linie 115. Im Solarso bin ich nur 18 gefahren. Auch nice. Jo. Ja, nach Sie auch noch, ne? Hallo. Danke. Wow. Nächste Haltestelle, Kuhnerstraße.
Ja, zieht hier rüber, genau. Ja, ja, genau, bleib stehen, Alter. Nächste Haltestelle, Salzbrunner Straße. Der Kollege. Ja, die Linie, was steht dran? Steht Sachtleben vorne dran? Ja. Hätte ich auch hingucken können. Ja, die Linie geht eigentlich bis zur Sachtlebenstraße, ne? Nächste Haltestelle. Forkenbeckstraße. Wir fahren heute nur bis zur Schrockstraße. Weiter wurde hier in dem Ort leider nicht gebaut. Hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man noch bis zur Sachtlebenstraße baut. Wäre echt cool gewesen, aber hat man leider nicht. Der wäre auch die 623 hingefahren. Die 623 kann man hier ja auch fahren. Ist natürlich keine BVG-Buslinie, sondern eine Buslinie der BVSG, der Beditzer Verkehrs- und Servicegesellschaft. Verkehrt immer zwischen U-Bahnhof Oskar-Heldin-Heim und Zehlendorf Sachtleben. Nee, nicht. Nee, 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 nee. Nicht Zehlendorf Sachtlebenstraße, da fährt die nicht hin. Die fährt noch weiter, meines Wissens nach. Aber die fährt auch über die Sachtlebenstraße. Und dann hätte man die auch an der Sachtlebenstraße enden lassen können. Aber das ist jetzt hier Meckern auf hohem Niveau. Ganz ehrlich. Nächste Haltestelle: Elsterplatz. Hier hält auch tagsüber Linie 110. Immer zwischen U-Bahnhof Oskar-Heldin-Heim und dem Zoologischen Garten. In der Realität hier in Omsi ist es nur bis zum Roseneck umgesetzt. Leider, muss man auch sagen. Die wäre von rechts gekommen, ne? Wo wir eben gerade lang gefahren sind. Nächste Haltestelle, Roseneck. So, wo dürfen wir anhalten? Dürfen wir hier anhalten? Ja. Das ist nett. Nicht erst noch da diese scheiß Wendeschleife da mitnehmen. Es war ja bei Philipp RP die letzten Tage oder so, ist bei euch dann schon etwas länger her, war ja ein Let's Play zu sehen, wo er hier auch auf dem X10er angefahren ist und ein paar neue Busse vorgestellt hat oder gezeigt hat, die demnächst veröffentlicht werden. Da, und es handelt sich da um den Facelift einmal, ja, um Citaro halt und um BVG, sehr schön, und einmal auch um den eine Modifikation für den 9CDDD. Da freuen wir uns natürlich alle schon drauf, wird bestimmt sehr cool. Nächste Haltestelle, Messelstraße. Ja, halt die Fresse, Alter. Ich fick dein Leben, Amenalkoi Manfred, Alter. Nächste Haltestelle, Pücklerstraße. Beep. Alter, 3 Minuten ist nicht euer Ernst, ey. So, wir gönnen uns mal kurz noch Beditzer Spargel. Moment. So. 2 Kilo, 6 Euro. Ja, ich nehme mal hier. Sind zwar nur Orangen und Äpfel und Weintrauben, aber ich würde trotzdem mal hier den täglich frischen Beditzer Spargel nehmen, ja? Alles klar, und dann eine Orange zu mitnehmen, ne? Alles klar, jo. Jo, Digga, ne? Hau rein. Schöne Nacht wünsche ich noch, ne? Ciao, ciao. Ich fahr mal weiter hier. So, will keiner mehr mit? Ah, der Bus sieht so geil aus, Leute. Der Bus sieht so geil aus. Moment. So. Feststellbremse. Muss man ja reinmachen. Und dann auch wieder rausnehmen, wenn man weiterfahren will, ne? Das ist klar. Nächste Haltestelle, Finkenstraße.
Piep. Wow, wow, wow. Ich habe schon wieder fast eine Minute aufgeholt, Alter. Ja, das sagt eigentlich alles aus. Nächste Haltestelle, Königin-Luise-Straße, Kleeallee. Oder die Ansage kann ich auch so weit von aus dem FF. Alter, wie oft ich die schon gehört habe in der Realität. Habe ich richtig im Ohr gerade von der Ansagensprecherin der BVG. Bin neulich erst wieder X-Szene gefahren. Ist halt schon geil, wenn du hier in Omsi X-Szene fährst und dann auch wieder in der Realität das Ding fährst, ne? Und dann einfach denkst, oh geil, Alter, hier fahre ich auch nochmal lang nachher. Im Omsi. Ne? Das hat schon was, liebe Leute. Das hat schon was. Jo. Ja, wir halten natürlich auch hier in den ganzen Stationen, wo der X10er eigentlich nicht hält. Also von daher ist es eigentlich ganz nett, dass wir hier mal fahren. Wir sind 115er, okay, da haben wir da auch angehalten, zum Beispiel am Alliiertenmuseum. Aber, ansonsten beim X10er sind wir halt hier durchgefahren, ne? Nächste Haltestelle, Alliiertenmuseum. Manfred, was machst du denn da? Alter, du willst auch überfahren werden, ne? Wäre gar nicht so schlimm. Nächste Haltestelle, Hüttenweg. Hier, Alliiertenmuseum. In der Realität auch einen Besuch wert. Nun, komm, kommen Sie. Wehe, du ruckelst hier. So, Busspur können wir natürlich mal mitnehmen, ne? Nächste Haltestelle, U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim. Übergang zur U-Bahn-Linie 3 sowie zum Nachtbus N3. Ist auch doppelt gemoppelt, aber ich sag's trotzdem an. Nachtbus N3. Kann man so sagen, Bus N3 oder Nachtbus 3. Aber Nachtbus 3 hört sich bescheuert an. Was ist denn das eigentlich für ein Kollege da? Na. Ich werde jetzt sehen hier. N3. Jawohl, N3, habe ich sogar durchgesagt. Mexiko-Platz. War ja eine krumme Lanke. So, wir haben grün. U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim. Auch sehr schön nachgestellt hier. So. Jo. Danke. Einmal normal, bitte. 2,40. Bitteschön. So, ich würde gerne nochmal die S-Bahn, die U-Bahn-Station sehen hier. Warte. Ja, ist gar nicht so scheiße gemacht. Ich dachte, sie haben nur das Häuschen hier hingesetzt und wenn jetzt keine Schienen oder sonst irgendwie was hier hingesetzt hätten. Naja, wir müssen weiterfahren, Leute. 1,8 Minuten, ne? Ampeln sind aus hier, sehr schön, sehr realistisch umgesetzt. Gefällt mir sehr gut. Aber das gibt's auch Spandau nicht, dass da die Ampeln nachts aus sind.
Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Ist mir schon mal aufgefallen, glaube ich, als wir ja schon mal N12 oder so gefahren sind. Nächste Haltestelle, Kleeallee 229. Nächste Haltestelle, Leichhardtstraße. So, ich bin Nachtbus, ich darf so schnell fahren. Alter, was für Abgase. Nächste Haltestelle, Schützallee. Oh, wir müssen weit. Aber Manfred, der kann ruhig laufen. Der fette Sack. Ja, Manfred, da beamt sich einfach mal weg. Oder in den Bus rein. Dass du die letzten Schritte in die Laufbus. Alter, Manfred, dreimal hier in den Bus, Alter. Der Bus ist am eskalieren. Alter. Ja, nee, komm. Alter Moll. So. So, dann haben wir Lidl. Nächste Haltestelle, Scharfe Straße. Die Linie geht ein bisschen länger, also nicht wundern. Aber ist auch mal ganz nett so. So, links die Zehlendorfer Welle. Och, ein Fahrkart auch noch. Ich wollte gerade mal zuhören. Ding, ding, dong, dong. Ding, 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 ding. Bitte. Zehlendorfer Welle. Einkaufszentrum Saturn, etc. C und A, ne? Genau, einfach mal shoppen gehen hier. So, Zehlendorfer Welle. Genau. Wer keinen Bock auf LP12 und Co. hat. LP12 ist ja, was ihr meintest, ne? Mall of Berlin ist das. Ja, Digga, sag mal, du kannst auch mal... Alter, ey. Ey, du Nuttenkind. Pass auf, wenn du über die Straße läufst, Alter. Nächstes Mal bist du tot. Nächste Haltestelle. Zehlendorf, Eiche. Übergang zur Metrobuslinie 48 sowie zu den Nachtbussen 12, 16 und 84. Jetzt habe ich das doch mal so komisch angesagt, aber... So, okay. So, 10 auf Eiche, haben wir eine Pause? Ja, hier haben wir Pause, das ist klar. Trotz Verspätung. Da dachte ich mir, dass wir hier Pause haben. So, ihr wartet auf die N12, die sind wir auch schon gefahren. Könnt ihr euch auch mal gönnen. So, Mutter aus hier. So, und dann gönnen wir uns erstmal ein Päuschen hier. Alter, der Bus, Alter, guckt euch mal diese Texturen an. Also ich finde das, ich finde den Bus sowas von Premium, Alter. Also eine Realität vor allem, aber hier in Omsi, muss ich sagen, sehr, sehr schön alles. So, 19, komm, da will noch jemand mit, oder? Nein. Dann fahren wir eben weiter, mein Gott. Alter, warte mal, den müsst ihr euch nochmal so gönnen hier, Motorstart. Der hört sich so geil an. Ja, immer noch ein bisschen abgehakt, ne, dieser Bus. N10, Zehlendorf. Sachlebenstraße. Nächste Haltestelle, S-Bahnhof Zehlendorf. Übergang zur S-Bahn-Linie 1 sowie zum Nachtbus 12 und 84. Genau, also hier fährt auch immer die S1 lang, sehr schön. Richtung Wannsee könnt ihr da fahren. Ist aber nicht mehr weit bis Wannsee von hier.
So, ah, hier haben wir rot, das ist sehr schön. Ah, wir müssen aber abbiegen. Schade. Ah, da haben wir doch rot. Moment. Oder? Ne, mach nur Straße. Hä? Wir wollen noch zur Schrockstraße, oder nicht? Ja, hier, genau. Ja, genau. Hab ich nicht gesehen. Hier den Bahnhof wollte ich mir noch angucken. Ich war auch schon sehr oft hier auf dem Bahnhof. Moment. Das ist sehr schön. Ja, also. Hier geht's Richtung Wannsee. Oder? Täusche ich mich? Moment. Da steht Lichterfelde Süd. Hier auch, ne? Jetzt muss ich überlegen, Alter. Nee, eigentlich. Quatsch, hier geht's Richtung Wannsee. Hier geht's Richtung Wannsee. Ist mir jetzt egal, ob ich hier rot verpasse oder grün verpasse. Hier geht's Richtung Wannsee und hier geht's dann. Aber nicht in diese Richtung, sondern. In diese Richtung. Da geht's dann Richtung Potsdamer Platz zum Beispiel, ja. S1. Ich hoffe, ich erzähle hier keinen Mist gerade. Aber ich glaube, das stimmt. Ja. Und das hier ist einfach stillgelegt, ja? Diese beiden. Oder dieser Bahnsteig hier generell. Da passiert nichts mehr. So, jetzt wieder rot, ne? Ah, grüner Pfeil. Okay. So. Nächste Haltestelle macht nur Straße. Berlepstraße, also ja. Jetzt sagen sie nicht, sie haben auf den Knopf zu spät gedrückt, weil ich das so spät angesagt habe. Sie können lesen, das steht da groß dran. So, und die scheiß Ampel wird gleich wieder rot hier. Also eigentlich, soweit ist es nicht mal zur Sachtlebenstraße, ne? Nur mal so. Also das sind vielleicht gute 5 Minuten oder so, die du jetzt noch zur Sachtlebenstraße fahren würdest. Finde ich eigentlich schade, dass man da jetzt hier einfach gesagt hat, nö, jetzt lassen wir das hier mal enden und bauen hier einen Backdrop hin. Also, bisschen schade. Also die 5 Minuten hätte man ruhig noch bauen können. Sind, was weiß ich, vielleicht 5 Stationen oder so noch. Das hätte man schon noch machen können, ne? Finde ich zumindest. Bisschen schade. Ich meine, man könnte es ja immer noch erweitern, also. Das wär echt richtig nice, wenn man das machen würde. Nächste Haltestelle, Schrockstraße. Dieser Bus endet hier heute. Bitte alle aussteigen. Terminus, please leave the bus here. The bus, please leave the bus here. Liebe Engländer. Heißt auf Deutsch so viel wie, verpisst euch hier. Raus aus meinem Bus. So, wir fahren auf zum Terminus hier. So. Da ist die Auswertung. Alles okay. Bin der Boss. Na, Motor aus hier. Genau. Geht doch. So, dann soll es das hier gewesen sein. Wir stellen mal schon mal Richtung Zoo ein. Jawohl. Und dann war es das hier. Vom Xenadon. Ich hoffe, euch hat es wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Macht's recht gut. Ciao, ciao.